Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Schülerinnen und Schüler von der NMS Buchenau. Wir wollten wissen, wie die Linzerinnen und Linzer über Handys denken. Deswegen haben wir ein paar Straßeninterviews durchgeführt. Die erste Frage handelt davon, wie viele Stunden die Passanten ihr Handy benutzen. Wir benutzen unser Handy knapp 4 Stunden am Tag. Jetzt hören wir mehrere Passanten, die uns preisgeben, wie lange sie ihr Handy benutzen. Wie viele Stunden benutzen Ihr Handy am Tag? Ja, nicht mehr wie 1 Stunde. Täglich hätte ich gesagt 2. Am Handy circa 3/4 Stunde. Ich? Ungefähr 1. Nicht einmal so viel. Eine halbe vielleicht. Ja. Keine Stunde. Nur notwendig, wenn ein Anruf ist. Boah, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen so zwischen 1 und 3. Ich mach, wie viele Stunden? Ja, eine schon. So viel. Also so intensiv so mit Telefonieren und SMS schreiben und so. Stunden am Tag wahrscheinlich. 1 bis 2 Stunden vielleicht. Ganz wenig. Also ich brauche es fast nicht. Nur für wichtige Gespräche. Aber das Herumfummeln am Handy, wie es heute üblich ist, das kenne ich nicht. Nicht, wenn ich zum Arzt gehe oder irgendeinen Termin ausmache. Aber ich brauche das Handy im Grunde genommen genauso wenig, wie ich so mal früher Standtelefon gebraucht habe. Wir haben gerade gehört, wie viele Stunden die Linzerinnen und Linzer am Handy verbringen. Nun beschäftigen wir uns damit, wofür die Handys genutzt werden. Wir persönlich verwenden unser Handy für Social Media wie zum Beispiel Instagram, für Spiele und YouTube. Nun hören Sie ein paar Meinungen der Linzerinnen und Linzer. Wie nutzen Sie Ihr Handy? Nur zum Telefonieren. Nur um mit den Familienmitgliedern zu telefonieren. Meistens um Spiele zu spielen oder im Internet zu sein. Hauptsächlich dienstlich. Zu 80% beruflich und 20% privat. Ich tue hauptsächlich telefonieren und SMS schreiben. Telefonieren und fotografieren. Ja, hauptsächlich zum Telefonieren und ab und zu zum WhatsApp und so halt. Ja, ich nutze das Internet, Informationen, Straßenbahn, Netz, also na, warte mal, Straßenkarte. Ich schreibe E-Mails auch. Ich schreibe E-Mails, SMS und telefonieren tue ich eher selten. Ich tue nur telefonieren und SMS. Nun wissen wir, wie die Linzerinnen und Linzer ihr Handy nutzen. Wir persönlich finden, dass die Handynutzung über 4 Stunden pro Tag bedenklich ist, weil der persönliche Kontakt zu kurz kommt. Jetzt hören Sie, wie lange die Linzerinnen und Linzer glauben, dass man am Handy sein sollte. Wie lange sollte man pro Tag am Handy sein? Ja, nicht so lange wie jetzt alle. Ja, so lange wie notwendig. So wenig als möglich. Wahrscheinlich so wenig wie möglich. Ja, definitiv weniger. Also ich sage jetzt einmal, ich glaube, mit einer Stunde, wenn man telefonieren auch mit einrechnet, dann ist das, glaube ich, gut. Ja, ich finde höchstens eine halbe Stunde. Nicht so lang. Ja, ich schätze mir, dass es kommt darauf an, ob man es beruflich braucht, das Handy oder nicht. Ich weiß nicht, was da die beste Zeit dafür ist, keine Ahnung. Manche Leute haben ein Firmenhandy und geben kein Geld aus, aber die meisten Menschen haben ein Privathandy und bezahlen die Kosten selbst. Es gibt auch Menschen, die über das Durchschnittliche ausgeben, aber das ist selten. Wir haben die Passanten über die Handykosten befragt. Wie viel Geld geben Sie durchschnittlich im Monat für Ihr Handy aus? 14 Euro. Also ich meine jetzt für den Zugang. Ja, 15 Euro ungefähr. Ja, ich glaube, das ist ungefähr der Tarif. Ja. Für mein Handy 5 Euro. Durchschnittlich zahle ich ca. 10 Euro. Ja, das ist der Vertrag, was wir haben. Das sind 10 Euro im Monat und das reicht uns. 15 Euro. Das wären dann wahrscheinlich so 15 Euro, glaube ich. 30 Euro. Ja, im Monat, was es kostet. Ich gebe gar nichts aus, weil ich ein Firmenhandy habe. Zusätzlich eigentlich nichts. Also nur, dass ich es halt benutzen kann, aber sonst nichts dazu. Als Vorletztes haben wir eine besondere Frage zum Thema Handys. Wir persönlich schalten unsere Handys nicht in der Nacht aus. Doch uns würde interessieren, ob die Handys der Befragten ausgeschaltet sind. Dabei waren von 33 Handys der Befragten 12 ausgeschaltet,
18 lassen ihre Handys eingeschaltet und 3 Befragte haben ihre Handys manchmal in der Nacht ausgeschaltet oder in einen anderen Raum. Schalten Sie Ihr Handy in der Nacht aus? Manchmal schaue ich, nicht immer. Na. Warum nicht? Weil ich, damit ich, wenn ich in der Früh aufstehe, dass ich gleich, falls ich Nachrichten gekriegt habe, das bemerke. Nein. Nein, warum? Weil es angesteckt ist zum Aufladen. Nein. Wieso nicht? Es liegt im Wohnzimmer und darf ich nicht extra ausschalten. Nein. Weil in der Familie kranke Personen sind, damit ich erreichbar bin. Ja, auch wegen der Erreichbarkeit. In der Nacht schalte ich es auf Flugmodus, weil sonst geht der Wecker nicht. Ja, freilich. Ist ausgeschaltet. Warum? Weil ich in der Nacht schlafen will. Ja. Wegen der Strahlung. Ja. Ich will nicht gestört werden. Ich meine, so wichtig sind die Gespräche ja nicht. Es ist halt so, die wichtigen Sachen werden so zur Seite geschoben und die unwichtigen Sachen werden hochgepusht. Wir haben gerade gehört, warum die Linzer und Linzerinnen ihre Handys in der Nacht ausschalten. Jetzt beschäftigen wir uns damit, wie die Linzer und Linzerinnen darüber denken, ab welchem Alter sie den Kindern die Handybenutzung erlauben würden. Ab welchem Alter sollten Kinder ein Handy benutzen dürfen? Ich hätte gesagt ab 10, 12 Jahre. Ab 14. Ich hätte gesagt, ab dann, wenn sie allein schiffern, damit, falls was ist, ihre Eltern kontaktieren können. Ja, 10, 12 Jahre. So spät als möglich. Frühestens ab 12 Jahren, sagen wir so, wenn es um Smartphone geht. Und die müssen gut informiert sein über die Gefahren, die auch beim Smartphone lauern. Das ist sehr schwierig zu sagen, weil ich feststelle in meiner Umgebung, dass die Kinder das schon mit 1,5 Jahren benutzen. Und zwar Fotos schauen, Filme schauen. Telefonieren können sie noch nicht, aber benutzen dürfen, es ist sehr schwer zu sagen. Es ist einfach ein technisches Gerät, das man Kindern nicht vorenthalten kann. Die wird es Kinder gar nicht geben, frühestens Jugendlichen. Dann können wir darüber diskutieren, ab wann man jugendlich ist. Und der Irrglaube, dass die Eltern dann wissen, wer ihre Kinder sind, ja, das ist klarerweise ein Irrglaube. Ja. Weil mit dem Handy kann er sein, wo er will, wenn er nicht so blöd ist und Nebengeräusche drauflässt und Mama kontrolliert. Ja, das ist nicht so leicht zum Beantworten. Ich glaube, dass es gescheit ist, wenn man so ein bisschen wenn man schon einen persönlichen Umgang hat damit, ich sage jetzt einmal so ab 12, 13, nur weiß man natürlich, dass es einen großen sozialen Druck gibt, wenn die Kinder schon mit 10er Handy haben und die anderen nicht. Na, schwer zu beantworten. Benutzen, naja, weiß ich nicht, vielleicht. Es kommt auch drauf an, wie die Kinder damit umgehen können oder weiß ich nicht. Kommt wohl auf die Kinder drauf an. Ich finde, da braucht man keine Altersbegrenzung oder sowas. Wir haben festgestellt, dass das Handy ein wichtiger Teil unseres Lebens ist. Wir haben nun einige Tipps für Sie. Man sollte es nur verwenden, wenn man es wirklich braucht. Aufpassen, auf welche Webseiten man geht. Und man sollte nicht zu viel spielen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nutzen Sie Ihr Handy sinnvoll.